Moment, speichere ich mal ganz kurz. Na, sieh mal einer an. Bob, schau mal, wer da ist. Ich überspringe die Texte eigentlich nie. Es sei denn, wir haben sie schon mal gehört. Was sollen all diese Namen? Bob, Herbert, Harold? Ich versteh's nicht. Okay. Okay. Ich werde es ganz langsam erklären. Bitte nicht langsam. Damit alle mitkommen. Vor langer Zeit war ich ein Mann namens Harold. Dann passierte etwas in mir und mir begann so ein kleiner, komischer Baum aus dem Kopf zu wachsen. Er wuchs und wuchs, bis ich nicht mehr aus dem Haus kam. Als die Leute nach seinem Namen fragten, beschloss ich, ihn Bob zu nennen. Wie einen Freund. Manchmal nenne ich ihn Herbert und nicht Bob, aus Langeweile und weil ich's lustig finde. Um es kurz zu machen, ich bin Harold. Ich muss jetzt los. Bob Hope, Bob Hoffnung. Ich muss jetzt los. Okay, Bob! Wink mal zum Abschied. Ach komm, beweg wenigstens einen Zweig. Ach, herrje, Harold. Lass gehen. Lass gut sein. Er ist ein netter Baum. Crazies. Willkommen zurück. Hoppala. Poppla, nee, Laurel. Meine Güte, es ist wirklich schön, wieder mit Ihnen zu sprechen. Sie sagten, jemand hätte ein Geschenk für mich. Ja, ich glaube, Zweighüter Linden und Bloomsier Poplar erwähnten, dass sie ein paar Geschenke für Sie haben. Das ist bei uns Tradition, wenn Ehrengäste wieder aufbrechen. Was werden Sie jetzt tun? Erfreuen wir uns über das Wissen, dass der nackte Fels und der Sand dieses toten Ödlands eines Tages wieder mit Leben erfüllt sein werden. Es gibt so viel vorzubereiten, so viel zu tun. Ich muss jetzt los. Möge der große Herrscher seinen Segen über sie aussprechen. Natürlich. Gehen wir mal, ich brauche noch mein, warte mal, ich nehme mein Hündchen gleich mit. Na los. Böser Doc mit, guter Doc mit. Naja, guter Flohpelz eigentlich. Gehen wir, Junge. Da müsste ich jetzt in die Dialoge rein und müsste den Namen von Doc mit auf Flohpelz umändern. Hab ich jetzt keinen Bock drauf. Wir heißen Sie immer mit offenen Armen willkommen. Da kann ich nicht schlafen. Es gab ein Bett, da konnte ich drin schlafen. Hier drüben vielleicht? Nee. Und? Irgendwo war ein Bett, da konnte ich drin schlafen. Hallo! Was werden Sie jetzt tun? Ich weiß nicht. Vielleicht werde ich mit Harold spielen. Ich will noch eine von seinen großartigen Geschichten hören. Ja. Würde man den Baum töten, wäre sie traurig. Möge ihr Geist unter seinen Zweigen ruhen. Und das wollte ich nicht. Ich mag's nicht, wenn sie traurig ist. Ich mag die Kleine. Da kann man schlafen. Bingo. Eine Stunde schlafen. Schlafen wir mal eine Stunde. Ich speichere auch nochmal ganz kurz, weil ich nämlich irgendwie... Oh, da ist eine Höhle. Nee, da ist keine Höhle. Da ist nur ein bisschen Brühe. Brühe, da kann man nicht drin schwimmen. Will ich auch gar nicht.
Die hätten ruhig hier sauberes Wasser machen können. Poplar suche ich noch. Schön, Sie wiederzusehen. Das ist Mabel. Das gibt's doch nicht, ey. Die kann doch... Die kann so eine Luft aufgelöst haben, ey. Hallo? Das ist Cypress. Wie Laura? Heißen Sie immer mit offenen Armen willkommen? Das ist die Junge. Poplar. Schön. Freut mich sehr, den Engel von Oasis wiederzusehen. Laubmutter Laurel meinte, hier gibt es eventuell ein Geschenk für mich. Irgendwie wusste ich, dass Sie die Änderungen vornehmen würden, die sich Laubmutter Laurel gewünscht hat. Ich habe beim Herstellen der Kapuzen geholfen, die alle Baumhüter tragen. Man sagt, dass der Stoff den Geist des großen Herrschers in sich trägt. Okay. Bitte nehmen Sie das als Dank. Tragen Sie sie mit Stolz und verbreiten Sie die Kunde der Erneuerung in allen Gegenden des Ödlands. Ja, Poplars Kapuze und den Anzug, den ich gerade habe. Naja, was werden Sie jetzt tun? Ich will der Zukunft entgegenblicken und nach der Bedeutung dieser Geschehnisse suchen. Wenn es da draußen eine Antwort gibt, werde ich sie finden. Was sagt die Zukunft über mich? Ich sehe einen selbstsüchtigen Mann, der in den Wolken lebt und ein gefährliches Spiel mit den Leben der Leute unter ihm spielt. Okay, ich muss jetzt los. Möge der große Herrscher seinen Segen über sie aussprechen. Lass mich ganz kurz überlegen, wer mit den Leuten spielt, im großen Gebäude, das müsste... Hoppala. Schön, Sie wiederzusehen. Was? Das müsste, wenn ich mich nicht ganz irre... Wir heißen Sie immer mit offenen Armen willkommen. Ja, genau. Das müsste der Herr von der Enklave sein, willkommen. Der Präsident. Willkommen in Oasis. Birch. Was gibt's? Was werden Sie jetzt tun? Obwohl sich sein Einfluss eines Tages im Ödland ausbreiten wird, liegt dieser Tag noch in weiter Ferne. Im Moment werden wir wachsam bleiben und das Ödland nach allem absuchen, das diese Zufluchtsstätte bedrohen könnte. Ich würde einen besseren Eingang vorschlagen, einen geheimen. Auf Wiedersehen und viel Glück! Dankeschön. Laurel, haben wir schon... Schau an, wer da von draußen rein. Sag, was geht's? Was werden Sie jetzt tun? Ich mache, was ich am besten kann. Ich sorge dafür, dass Oasis niemals fällt. Auch wenn das meinen eigenen Tod bedeutet. Ich muss jetzt los. Möge die Lebenskraft seiner Weisheit sie erleuchten. Komm mit, Flohpelz. Komm. Wo ist der Ausgang? Hier ist der Ausgang. Wir haben ja mit allen gesprochen. Mehr brauchen wir nicht. So, jetzt bekomme ich von ihm... Schau an, wer da von draußen reinkommt. Wieder zurück, wie ich sehe. Von ihm bekommen wir jetzt noch ein Geschenk. Ich verrat's nicht. Ah, es ist wirklich schön, dass Sie uns Gesellschaft leisten. Es ist etwas, was wir nicht gebrauchen können, benutzen können. Laurel meint, es gibt hier eventuell ein Geschenk für mich. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der sich so wie Sie um uns gekümmert hat. Solche Menschen gibt es heute nur noch sehr selten. Das ist auch ein Grund dafür, dass ich nie in mein altes Leben zurückgekehrt bin, nachdem ich mich hier wiedergefunden hatte. Erlauben Sie mir, Ihnen ein Stück meiner Vergangenheit zu geben. Vielleicht dient es Ihnen besser, als es mir gedient hat. Lindens Powerrüstung der Ausgestoßenen erhalten. Was werden Sie jetzt tun? Ich werde hier bleiben und helfen. Ich schulde Ihnen mein Leben. Und ich möchte diese Schuld zurückzahlen, bis zu meinem letzten Atemzug. Natürlich. Ich muss jetzt los. Mögen Sie unter seinem Schutz verweilen. Also gut, dann wollen wir hier mal ganz kurz speichern. Okay, gehen wir nun nach... ich habe keine Ahnung, ich weiß es im Moment nicht. Zimmer schon mal hier raus, aus Oasis. Hier müsste irgendwo noch einer von der Enklave rumstapfen. Apropos, Moment mal. Moment.
Wir haben ja noch ein bisschen was. Pass mal auf. Nicht lokale Karte. Was will ich denn mit lokale Karte? Das ist, die repariere ich mal ganz kurz. Oh, die kann man jetzt reparieren. Cool. Wir haben ja Reparatur gekriegt. Die Kapuze? Oh. Cool. Okay, die Pistole. Dann nehme ich die mit Schalldämpfer. Dann repariere ich natürlich noch meine Waffe, ist klar. Das Kampfmesser können wir reparieren. Die Splittergranaten nicht. Das Sturmgewehr könnten wir reparieren. Mit einem Wert von 187. Wert 25, Wert 25. Wert 82, Gewicht 708. Das Ding ist mehr wert wie das da. Oh ja. 107 ist meine Sniper-Wert. Hilfe, dann haben wir ja noch Hilfe bekommen. Und zwar hier, Zeitschrift Innere Medizin und Zuckerbomben. Medizin um 1 erhöht. Jetzt holen wir uns noch den Enklave-Sack. Und dann gehen wir nach Megaton vielleicht, um ein bisschen was zu verhökern, ein bisschen was wegzutun, um unser Inventar wieder leichter zu machen. Da ist er. Au, du blöder Sack, du blöder, du. Ach, ich schieß mal wieder daneben. Also gut, daneben auf dem Rumpf ist mir wurscht. Warum einfach, wenn es auch schwer geht? Genau. Hündchen kommt so nach. Die Waffe gehört mir. Genau wie der ganze Rest, die Powerrüstung der Enklave. Gleisnägel hat er dabei. Oh, holla. Habe ich den Nähscher ausgezogen? Wo ist denn mein Hund eigentlich? Wo ist er denn? Flohpelz? Also gut. Einmal kurz gespeichert. Einmal auf die Landkarte zugreifen. Landkarte habe ich gesagt. Entfernen. Ich weiß. Megaton. Entdeckte Orte 14. Was gibt's? Nix. Hallo. Jetzt durch noch ganz kurz hier speichern. Hoppala. Sie sind... Ich weiß. Das brauchst du mir nicht erzählen. Den Baumsaft du manöver, den braucht man nicht. Was brauchen wir denn nicht von dem ganzen... Die Kapuze brauche ich nicht. Den Bauerhelm der Enklave. Wert 28. Ach, komm du manöver. Die Robete, ja okay, das kann ich gut gebrauchen. Eigentlich nicht. Das Vogelkriegsbuch durchnüber, genau. Die Zuckerbomben kommen woanders hin. Da war ja noch Poplars. Warte mal. Die Lindens Powerrüstung brauche ich auch nicht. Kann ich eh nicht gebrauchen, weil ich kann sie nicht anziehen. Was denn das jetzt nochmal? Blutpaket. Oh, Blutpaket. Ach ne, jetzt kommt da ein Kühlschrank. Hä? Achso, die Poplar haben wir ja schon drüben, genau. So, das wär's dann eigentlich. Mehr haben wir nicht. Offensichtlich verwundet. Dürfte ich Ihnen einen alsbaldigen Arzt besuchen? Nein, darfst du nicht. Du darfst gerne mal die Fresse halten. Buff-Auto-Manöver. Dann nimmt man das noch rüber. Fleisch und Bohnen. Kampfmesser. Nuka-Cola zweimal. Quantum-Manöver. Dann tun wir noch rüber. Moment, die Zuckerbombe durch noch rüber. Stimpak 67. Stimpak 7. Dann tun wir mal, glaube ich, 7 Stück. Für später, für als Vorrat.